Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf Hof Hirschfeld. Ich habe es euch gesagt, wir werden hier für die Zitronensaison an. Wir machen noch eine Nachtfolge, damit wir noch so ein paar Sachen angesät bekommen. Ne? Es muss ja hier schon noch irgendwie ein bisschen weitergehen. Jetzt habe ich keine Ahnung. Ach so, okay, der wird zum Wald. Wie auch immer der zu diesem Feld fährt. Aber er stand jetzt auf jeden Fall gerade dahinter. Na bitte. Von mir aus soll er das so machen. Jetzt müssen wir gucken, wo der hin will. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt steht er nämlich da auch schon wieder. Ja, okay. Dann müssten wir den LKW erstmal noch woanders hinstellen. Der ist ja richtig schön aufgefahren. So, fährst du jetzt oder fährst du jetzt? Also. So. Ja, dann werden wir wohl den... Okay. Wo habe ich den denn jetzt festgefahren, den LKW? Gut, dann fahren wir den hier hin. Zum Aufladen. So. Und dann packen wir mal die Zitronen ein. Wir brauchen ein bisschen mehr Licht, ne? Ist ja schon dunkel jetzt hier gerade. So. Das ist das Schöne an den Glasgeräten, ne? Die sind halt mal, da ist mal richtig Licht dran. Ja, hier muss ich noch gucken, ob ich mit diesem Verladen habe ich natürlich ein bisschen gespart, ne, mit der Fläche. Ich muss auch so ein bisschen gerade schieben, erst bevor wir den aufladen können. So. Ja. Na, haut da hin, das geht doch. Kriegen wir schon hin. Das ist das Problem mit den Gabeln. Also ohne Quatsch. Das ist doch nicht. Also, liebe Leute, das ist doch nicht richtig, oder? Dass man besser mit einer Ballenpicke die aufladen kann, als mit so einer Palettengabel hier. Das darf alles. Oh. Ja, das ist natürlich auch nicht richtig. Ja, die haben wir auch schon wieder, ich muss gerade sagen, der hat schon wieder nicht gesessen, ne? Also da muss man so sauber davor fahren, dass das funktioniert. Mal gucken. Und fahr hoch. Na komm, fahr mal da hin. So, guck mal. Manchmal geht die Innenansicht tatsächlich besser, ne? Ist echt manchmal so. Schon noch was einfallen lassen hier mit der. Ja, das ist halt das Problem. Ich komme sie halt nicht. Aus der Innenansicht. In den realen Geräten, das ist halt genau das Problem. Ihr könnt halt immer den Kopf auch nach vorne nehmen und könnt halt gucken, wo ist die Stelle und die Position eurer Gabe. Aber hier, das kann ich halt hier alles nicht. Ne? Ja. Hier muss ich mir was einfallen lassen. Das geht natürlich so nicht auf Dauer. Mit den Paletten verladen. Na komm, wir versuchen immer so. So, und gleich bevor wir die Nacht spulen, sollten wir auf jeden Fall. Oha. Vielleicht ein bisschen weiter hinten gestellt. Die müssen wir nochmal zurückschieben, sonst fällt die mir ja gleich als erstes raus. Müssen wir mal gucken, dass die Produktionen weitgehend auch gefüllt sind, ne? Dass die über die Nacht auch weiter produzieren können. Ist aber blöd, wenn er kurz vor Ende das darauf steht. Wir versuchen es mal eben anders. Ich möchte das eben ausprobieren, ob ich mit dem Radlader da von der Seite rankomme. Das kann ja auch sein, ne? Also ja, das ist eigentlich nicht so gedacht. Und es gibt ja einige
einige Palettengabel, die man so ein bisschen zusammenfahren kann, damit man die Palette eben genau von hier, ne, auch mitnehmen kann. So ist natürlich auch nur bedingt realistisch, weil die jetzt ja nur auf einer Zinke hängt. Das würde ja keiner machen. Aber man kann theoretisch Paletten schon von der Seite nehmen, wenn man eben die Zinken zusammenfahren kann. Das gibt's ja auch. Ranschieben. Machen gleich Spanngurte rein, dann wird das schon hinhauen. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir das am sinnvollsten lagern. Ich stelle die Palettengabel mal hier daneben. So. Ich hoffe mal, ich denke beim nächsten Mal noch dran, wenn wir die da haben. Ah, das wird schon. So, und wenn wir jetzt sowieso schon mal gerade drin sitzen, können wir auch mal eben bei den Kühen sauber machen, oder? So, guck mal, haben wir das auch schon wieder erledigt. Licht können wir schon noch anlassen. Alles LED-Beleuchtung, den Strom sparen, ne? So, wieso hat er die Spanngurte jetzt fest? Ne, hat er nicht. Haben die denn keine Navigationsmesh oder so? Ah, hier so eine, mal gucken wir mal, ob die sich, ja, bewegen sich aber nicht. Sind also doch irgendwie festgespannt, ne? So, dann lassen wir den mal zum Industriegelände fahren. Dafür brauchen wir dann ja doch wieder die Industriegebiet 1. Industriegebiet 1, da. Produktionen. Dann fahren wir los. So, hier, der ist doch schon relativ weit. Da können wir doch jetzt außenrum auch schon mal den rüberfahren. Obwohl, es würde Sinn machen, dass wir unten die Ecke hier nochmal manuell machen. Ne? Und da oben hat er auch, das ist auch nicht schön, ne? Auf jeden Fall nacharbeiten. Ja, dann lassen wir den doch erst noch mal fahren. Boah, habt ihr gesehen, wie schnell der da gerade angepest kam? Wieso fehlt hier eine komplette Reihe? Leute, so richtig sauber arbeiten ist aber nicht euer Ding hier gerade, oder? Wahrscheinlich hat er sich hier durch die Gegend geschoben. Naja. Ach so, guck mal hier. Was ist hier mit dem Hafenspeicher, mit dem Manitou? Na, guckt mal. Okay, ja, du kannst natürlich nicht ankommen, aber du kannst jetzt mal. Ja, ja, wie gesagt, über den bei den Verkaufsstellen, das reicht manchmal echt, wenn ihr die so einen Zentimeter noch hochhebt. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt. Das sind die Standardverkaufsstellen, aber auch viele gemoddete Verkaufsstellen. Das ist auch oft so. Aber guck mal hier, da gibt es richtig Geld für. Also die Zuckernummer lohnt sich. Es könnte sogar sein, dass ich... Ich bin nicht so abgeneigt, irgendwann nochmal Zuckerrüben zu machen. Das finde das mit den Ernten, das ging eigentlich, ne? Als wir es dann einmal laufen hat, muss man aber allerdings auch sagen. Wir haben aber auch noch, ich glaube, wir haben noch Zuckerrüben bis zum An- und dazu mal. Also, das müssen wir mal schauen, wie weit wir da überhaupt kommen. Und übrigens, für die, die immer wieder fragen, was das hier für eine Karte ist, das ist die Ravenport. Kein Quatsch. Ist halt umgebaut, aber die werde ich auch spielen, bis der LS19 vorbei ist. Ich werde Profierschwert nicht mehr umziehen. Ich hatte das ja immer wieder mal vor und habe dann aber überlegt, dass das für mich überhaupt keinen Sinn macht. Weil ich finde, dass man ruhig zeigen darf, was man hier mit den Sachen von Giants alles machen kann. Mit den Standardkarten. Ach guck mal, ich habe überlegt, ich könnte den da reinparken, aber da ist eine Kollision drin, da kann man gar nicht reinfahren. Was ist denn hier zwischen den zwei Balken? Kommt man denn da rein? Ja, cool, wenn man den hier hinparken könnte, ne?
Na guck mal, das geht doch. Ja, bitte. So. Haben wir das doch auch. Was ist denn hier oben mit unseren Fahrern? Ja, das geht doch auch. Also es ist, Ive arbeitet das schon auch wirklich sehr ordentlich. Das kann man nicht anders sagen, ne? Ja, ist schon schön, wenn die hier alle so sauber ansehen, ne? Die Frage ist tatsächlich auch, ich habe ja viel Baumwolle zu der Tuchfabrik gefahren, aber die verarbeitet ja gar nicht so viel, wie wir anbauen können oder wie wir da runterholen. Ob wir Baumwolle mal so verkaufen, ne? Warte mal, das ist aber die normale Wolle. Hier ist die Baumwolle. 3549, das sind auch ordentliche Preise eigentlich, ne? Dann sollten wir wirklich mal ein paar Ladungen auch so wegfahren. Ja, das machen wir hier in-game nächsten Tag, ne? Und dann stehen wir nicht mehr so weit davon ab, die Pappeln zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, ja, einen Tag, wenn wir die Nacht überspulen. Müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. So ein Industriegebiet hier, ne? Da, guck mal. Selber eben gucken, wo die Melonen denn angeliefert, die Melonen sag ich schon, die Zitronen angeliefert werden. Lemon ist hier. Frage ist, ob der hier abbaut. Ne, tut er nicht, müssen wir auch mit dem Gabelstapler runterholen, ne? Manchmal klaut er die ja so da raus. Da vorstellen, dass er da drin. Ah, der muss auch bei dem da hinten auf die andere Seite ran. Ne? Ach komm, wir lassen den so stehen. Und dann werden wir den mal herplanen. Dann haben wir endlich die Zitronen da drin. Das ist auch gut. Und danach. Jetzt habe ich die Spanngurte noch dran. Ne? Ja, müssen wir eben abmachen. Und danach können wir die Grubbernummer machen, dann können wir Mais ansehen, starten und dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. So einfach ist das. Ach guck mal, hier wird er jetzt, wurde jetzt gerade im Trigger rausgeholt. Hm, interessant. Da kommen wir nicht dran. Ja, schöne Idee. Das macht schon auch Spaß, wenn du wieder mal. Ne? Je nach dem Projekt ist es ja immer was anderes, was man so macht, ob man mit dem Gabelstapler halt Sachen rausholt oder nicht. Macht schon aber auch Spaß, hier nur wieder mal manuell Hand anzulegen an diese Nummern. Und es ist ja eine schöne Vorbereitung auf die Logistik-Challenge mit Werner, ne? Könnt ihr mir vorstellen, dass es da dann auch irgendwann was zu transportieren und zum Verladen gibt. Die genaue Challenge wird ja definitiv von anderen gemacht, also werden wir uns dann so ein bisschen überraschen lassen. Schauen wir mal, was wir da machen. Aber sowas gehört sicherlich auch zu einer Logistik-Challenge dazu, ne? So, das hätten wir doch auch schon mal. Stellen wir nochmal eben den. Wir hatten ja gesehen, für die Magazinfabrik brauchen wir Leerpaletten, ne? Jetzt haben wir hier ein paar. Es vielleicht auch Sinn, dass wir die schon mal verladen. Können wir nämlich auch
Energie noch wieder füllen. Ich glaube, was die Produktion angeht, sind wir dann auch so ein bisschen an der... also das schon mit Gabelstapler funktioniert das sogar besser als mit dem Radlader da oben. Ne? Aber wir können es nicht überall Gabelstapler hinstellen. Auch nicht. Ist auch Regen angekündigt. Auf der Ravenport. Das ist, also ohne Quatsch, Regen auf der Ravenport ist so selten. Da kann ich euch gar nicht erzählen, wie selten das ist. Das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich hier ingame am morgigen Tag nichts ernten können. Was auch nicht so dramatisch ist, weil eigentlich alles nachwächst gerade. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, was wir zwingend ernten müssten. Kartoffeln sollen jetzt mal runterkommen. Der eine Drescher ist da, Baumwolle wird gerade geerntet. Das lassen wir noch ein bisschen laufen. Verladen. Ja, das mache ich vielleicht aber mal offscreen, dass ich das Papier da genau wegbringe. Oh nein, das backt schon wieder drin. Ja, das sieht man schon. Ne? Jetzt ist diese Palettengabel da so reingebackt. Die haben noch ein bisschen. So, ja, muss man ein bisschen tricksen, ne? Sowas gibt es natürlich in der Realität nicht. Dass die einfach da dran hängen bleiben. Ach, jetzt ist da schon einer wieder hingestellt worden. Sie bei euch, wer kennt denn noch die gute alte Mirinda? Also jetzt habe ich tatsächlich, sollte ich vielleicht auch nochmal ausprobieren. Also gab es meiner Tante früher immer zu trinken. Die hat immer, anstatt Fanta und so, die haben immer Mirinda gehabt. Ich weiß gar nicht warum, aber die haben immer Mirinda gehabt im Haus. Ja, schon cool. So. Das hätten wir doch schon mal. Dann fahren wir da mal zum... Guck mal, da kommt der Kartoffeltransport. Das funktioniert doch eigentlich auch ganz gut. Also mit den Kartoffeln, wie gesagt, ihr müsst dann den richtigen Helfer einfach auswählen. Ne? Mit Alf geht es halt nicht, aber so mit Autodrive und Cosplay kriegen wir auch so ein Feld Kartoffeln runter, ohne uns massiv zu strecken, muss man ja sagen. Ach, das ist so schön, seit Stefan dieses Update hier bei dem LKW gemacht hat, könnt ihr richtig schön in die Innenansicht fahren. Jetzt hat man einfach einen besseren Blick über die Straße. Ansonsten haben wir immer so ein bisschen oben gegen die Armaturen geguckt. Aber so können wir den jetzt richtig schön auch in Innenansicht fahren. Ja, schöne Nummer. Hier ist die Anlieferung. Mal gerade eben gucken. Nee, aber auch hier nicht. Ich hätte schwören können, dass wir hier mal drüber gefahren sind zum Abladen. Naja,
Dafür haben wir die ganzen Geräte entsprechend da. Dann machen wir das eben. Guck mal, jetzt bei mir hier auch noch so rum. Ach ne, ich weiß, womit wir die. Wir haben die mit dem großen Trailer, haben wir die hier darüber abgeladen. Ne? Der steht hier ein bisschen höher einfach. Ja, dann werden die natürlich auch hier so abgeladen. Was machen wir noch? Wenn wir drin, dann machen wir drin. Ich habe noch nie versucht, mit dieser Ballpicket kriegen wir die, glaube ich, dann doch nicht runter. Ne? Könnt noch gleich noch mal eben gucken, wie weit die Tuchfabrik hier ist. Die produziert sind die extrem lang. Ich habe schon mal überlegt, ob ich die ein bisschen anhebe, dass die ein bisschen schneller produziert. Okay. Das ist nicht so richtig viel, was man da machen muss. Der Vorteil ist halt, wir können von der anderen Seite auch hier mit aufladen. Ach, guck mal. Kollision braucht man gar nicht immer. Ja, wie gesagt, mit dem Radlader kann man halt wirklich durchgreifen durch den LKW bis auf die andere Seite. Deshalb hat er dann schon Vorteile. Aber wie gesagt, ich finde es mit dem Gabelstapler doch einfacher zu handeln. Ja, das ist okay. Habt ihr das auch, dass ihr manchmal so ein bisschen diese 3D-Wahrnehmung hier im Spiel sich, das ist, oh, das kann ja nicht sein, wieso ist der jetzt so tief? Ganz schwer einzuschätzen manchmal. So, das hätten wir auch. Und dann gucken wir nochmal eben zusammen, wie viel Tuch wir denn haben. Aber ich glaube, ich habe das vor kurzem einmal weggefahren, ne? Ja, guck mal. Aber 4 Pakete haben wir schon wieder hier stehen. Das ist auch nicht verkehrt. Und nach der Nacht stehen sicherlich ein paar mehr hier. Es geht auf jeden Fall vorwärts, es passiert was. Und ich habe ja auch am Anfang gedacht, wir hätten... hier würde irgendwie keine Baumwolle verbraucht, aber mittlerweile tut sie das. Das war nur so, dass der Ball, den wir da reingeschüttet haben, tatsächlich mehr war. Also sie hat den kompletten Ballen angenommen und der war aber mehr als... als die Anzeige hatte. Und dann hat die aber trotzdem darunter gearbeitet. Also die hat die mehr Baumwolle tatsächlich mitgenommen. Das fand ich dann auch schon wieder schön, dass wir keinen Verlust hatten bei der Nummer. Achso, ich muss jetzt hier die wieder anstellen am Fahrrad lassen. So, wir müssen nochmal eben gucken. Wie gesagt, wir sollten jetzt schon einmal ordentlich grubbern. Da oben sehen wir das zum Beispiel. Da fehlen Ecken. Aber es ist natürlich auch für so einen Helfer. Ja, wir hätten ein enges Feld hier anstellen können, dann wäre der wahrscheinlich so rückwärts da rangefahren. Ne? Ja, sonst wir das nicht hinkriegen. Also ich, nicht ihr, ich. Ich habe hier gerade gesehen, ja, da ist nämlich auch noch so eine Ecke drin. Die wird da vorne wahrscheinlich auch sein, ne? Ja, vielleicht hätte ich für das Feld dann doch besser einen kleineren Grubber nehmen sollen. Aber auch dazu, wir können auch mal hier den Kurs wieder rauslöschen, ne? Habe ich übrigens bei diesem Deutz damals, den habe ich ja umgebaut, das habe ich extra gemacht, ne, dass der so eine, dass der zwei Kameraperspektiven hat. Eine innenliegend, eine rückliegend, ne, könnt ihr immer halt nach unten gucken und dann halt eine außen. So, ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet, dass man eine zusätzliche Innenkamera hat. Ne, so schneller Blick, dann kann man halt so schnell durchgucken, okay. Ich finde, da ist man schneller als mit so manchen Tools, die das auch können. Ich weiß, es gibt ein paar Tools, die das auch hinkriegen.
hier könnten wir eigentlich auch mal mit Gras einfach drüber bügeln. Das ist für die Helfer auch hart. So. Aber du kannst jetzt auf jeden Fall direkt mal zurückfahren. Ich glaube, das geht hier tatsächlich nur einen Kurs lang. Saatgutdünger, da haben wir die Dings aufstellen. Na, wieso machst du jetzt kein Licht an? Ach, da sollten wir vielleicht eine aktuelle Autodrive-Version nehmen, ne? Ich glaube, die können das auch. So, jetzt aber du. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Viel Spaß. Ach so, aber wir haben hier Autodrive nicht richtig eingestellt dafür, ne? Moment, das erzähle nicht das mal, sondern hier. Feld 15, Saatgut. Dünger, Einlagen, Saatgut. Dann hoffen wir mal, dass das hinhaut. Ja, das sieht schon cool aus hier, dieses futuristische. Das ist schon schick geworden. Ich finde halt, dieser Attacher hinten, ne, der ist leider echt nicht gut verbaut. Weil nur ganz wenige Maschinen da auch wirklich dran gehen. Also Sämaschinen geht halt, aber das ist so ziemlich das Einzige, was sinnvoll daran damit zu nutzen ist. So, wird der jetzt angesät? Ja, das sieht gut aus. Wachstum läuft. Mais läuft. Kartoffeln sind fast runter. Ich glaube, den Bereitschirm haben wir sogar nur gemietet, oder? Also jetzt, wo ich sehe, wie das läuft. Wir brauchen was immer noch für Kartoffeln. Also wenn ihr eine Idee für Kartoffeln habt, immer ran da. Immer ran da. Gemietete Fahrzeuge. Ja, guck mal, den Wachstum haben wir tatsächlich nur gemietet. Aber liebe Leute, hey, die Folge ist schon wieder urlange. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute. Bye, bye und ade.